Jawohl, hallo Leute, herzlich willkommen hier zurück beim Diverses Kanal und ich freue mich heute wieder da zu sein, denn heute geht es mal wieder um Schnupftabak, was immer sehr, sehr cool und kurios ist. Und heute haben wir wieder eine ganz, ganz tolle Sorte und es gibt, ja wie soll ich sagen, nicht Neuigkeiten, aber es gibt wieder was von Rosinski und der meldet sich mal wieder zurück, beziehungsweise ich habe die Sorte noch nicht vorgestellt und zwar geht das nämlich heute um den alten Fritz und wie der ist, das schauen wir uns jetzt mal an und ich bin ganz gespannt darauf, was dabei herauskommt und ja, was sonst noch passiert, das erfahrt ihr jetzt, also dranbleiben. Herzlich willkommen zurück hier endlich wieder beim Diverses Kanal und ja, heute natürlich zum, ich mache noch mal ein bisschen Licht an, ich weiß nicht, ob das jetzt zu dunkel ist, weil es natürlich Winter ist und draußen etwas bewölkt ist, nicht, dass ihr mich hier nicht sehen könnt. Ja, und wir kümmern uns heute um Schnupftabak, auch wenn es nicht ganz so aussieht, ich habe natürlich noch meinen Matschak hier nebenbei noch ein bisschen Dip drin, aber das macht nichts, denn wir wollen uns heute auch noch mal wieder um Schnupftabak kümmern und ja, wieder ganz toll, wir dürfen uns mal wieder um Rosinski kümmern. Ich freue mich riesig darüber, weil Rosinski ja wirklich, ich will mal sagen, ich sage es jetzt mal hier, die beste Schnupftabakmanufaktur der Welt ist, müsste man fast sagen. Es gibt natürlich noch andere sehr, sehr gute, aber Rosinski ist eine Sache, ihr seht schon, ich habe glaube ich wieder einen Schnupftabakbart. Ich habe nämlich gerade schon genascht vorher. Ihr müsstet eigentlich, ja wie soll man das sagen, also die beste Schnupftabakmanufaktur lasse ich jetzt mal so stehen. Ne? Man, es gibt ja das Wort, das Beste ist ja regulär. Man kann ja, jeder kann das ja als Bestes finden. Ne? Es, wenn man jetzt sagen würde, die erfolgreichste oder die am meisten produzierende, das würde jetzt vielleicht nicht hinkommen, aber die Beste, finde ich, kann man sagen. Ohne jetzt irgendwie, zumindest für mich. Also für mich ist es eine der es ist eigentlich die beste Schnupftabakmanufaktur weltweit. Weil, warum? Rosinski, wir haben schon alle Sorten haben durchprobieren dürfen und es sind grandiose Sorten mit dabei, zum Beispiel der Driesener, da brauche ich gar nicht lange drüber reden, mein Nummer 1 Favorite Schnupftabak, den es auf der Erde gibt, einfach weil er einfach so unglaublich, der weckt wirklich Emotionen hoch, muss ich tatsächlich mal sagen und das ist genial, also wie der gute Mann das macht, also ich muss wirklich sagen, René, nochmal ganz, ganz liebe Grüße hier an dich. Na, bitte mach weiter, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz so einfach ist mit den neuen Verordnungen. Ich hoffe, dass du das verkraftest, sage ich mal so, weil das, also Leute, tut mir einen Gefallen, bestellt bei Rosinski, ihr macht nichts falsch. Ich werde jetzt auch gleich nochmal eine Bestellung aufgeben, habe ich jetzt gerade mal so überlegt. Ja, machen wir, lasst uns das machen, dem guten Mann, das einfach als Motivationskick, würde ich mal sagen, bestellt mal. Holt euch mal was. Ne, bin ich jetzt mal so dafür, dass wir das mal machen, weil ich glaube, dass es mit dem TPD2-Problem wohl nicht ganz so einfach ist, dort auch für so eine kleine Tabakmanufaktur. Und wir möchten ja nicht, dass dieser gute Herr durch dieses wie andere Grimm und Triebel oder so als Beispiel schon vom Markt verschwinden müssen. Tut mir einen Gefallen, lasst uns alle einmal bestellen. Machen wir auch gleich, damit wir ein Zeichen setzen, dass wir seine Schnupftabak lieben. Denn ich tue es auf jeden Fall. Ich werde auch nicht von ihm bezahlt, keine Angst. Wird also nicht gemacht, keine Sorge. Das Einzige ist, er schickt mir natürlich dann mal gerne eine Probe zu. Ich denke aber mal, das ist auch okay. Das finde ich auch sehr nett. Dankeschön. Und immer wenn neuer ist, schickt er mir auch einen zu, dass ich den dann auch mal probieren und natürlich auch vorstellen darf. Und das ist natürlich was, was mir gerade an diesem Job hier besonders viel Spaß macht. Und ja, gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns heute um den alten Fritz. Ja, alter Fritz, das ist auch wieder was von Rosinski. Wir haben hier diesmal mit einem braunen Schnupf zu tun. Für denjenigen, den jetzt Rosinski noch gar nichts sagt, der sollte unbedingt mal die anderen Videos vielleicht mal gucken. Dort gehen wir auch so ein bisschen noch auf andere Sorten ein. Jetzt aber natürlich der alte Fritz, der ist, wie gesagt, ein bisschen, den hatten wir hier noch nicht. Und ja, also wie gesagt, kommt, geht in die Kategorie braunen Schnupf.
Die Verpackung zeige ich jetzt nicht, das mache ich jetzt nur so, wir haben die ja schon immer mal gesehen. Das ist halt dieses 5 Milliliter Glasfläschchen mit dem Etikett vorne drauf. Das kennen wir, das sieht nicht anders aus, da steht immer nur was anderes drauf. Macht aber nichts, wir würden sagen, wir schauen uns aber auf jeden Fall den Tabak mal an. Und auch dieser hier sieht mal wieder relativ cool aus. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das einmal mal an. So, so sieht das Ganze aus. Und ja, wir haben hier einen relativ hellen Schnupftabak, falls man das sehen kann. Oder ich würde mal sagen, so mittelbraun, bisschen heller als die Gletscherprise. Wir haben hier einen schönen Mahlgrad. Ich würde mal sagen, ja, typisch, ja, so mittlerer Mahlgrad. Also nicht zu fein, nicht zu grob. Und ja, sieht im Prinzip sehr, sehr cool aus. Wir haben hier das bei Rosinskis, ist es so, die sind, ja, wie soll ich sagen, die sind natürlich immer ein bisschen trocken. Und ja, man steht zwar immer leichte Feuchte, ja, das ist natürlich nicht zu vergleichen jetzt mit anderen Schnupftabaksorten. Also der ist schon, ich würde mal sagen, schon in einer sehr, sehr trockenen Variante. Was aber jetzt vom Tabak her, was eigentlich gar nicht so schlimm ist. Wir haben hier mehr so eine ölige Sache, als wenn man sagt, jetzt leicht feucht, würde ich eher sagen, leicht ölig. Das würde vielleicht für mich jetzt so ein bisschen mehr darauf zukommen. Und ja, also so schaut das gute Ding aus und lädt, denke ich mal, unbedingt ein zum Schnupfen. Jawohl, dann drehen wir mal wieder um. So, Alter Fritz, ja, warum heißt der Alter Fritz? Das habe ich mich auch gefragt. Das ist kein Witz, der heißt Alter Fritz. Der königliche Schnupf, ich lese mal kurz vor, was hier steht, gewidmet dem wohl bekanntesten deutschen Schnupfer, Friedrich dem Großen, König von Preußen und bedeutender Förderer des Tabakanbaus. König der Preußen, liebe Bayern, auch wenn es der König der Preußen war, nachdem das gewidmet ist, kauft diesen Schnupftabak trotzdem. Ich weiß ja mittlerweile, da ich ja jetzt mit ein paar Bayern verkehre, dass ihr ja nicht unbedingt die Fans seid von den Preußen. Ihr sagt ja immer, die Saupreisen. Und, aber, naja, gut. Alter Fritz, wir riechen mal dran. Oh, das ist interessant. Also, ich weiß nicht, ob ihr Fanta Mandarine noch kennt. Na, jetzt mal ganz salopp gesagt. Fanta Mandarine erinnert mich tatsächlich ein bisschen an. Also wir haben hier einen sehr schönen Mandarinduft. Tabak kommt durch, meiner Meinung nach aber eher ein süßerer Tabakgeruch. Wir haben es hier auch mit einem hellen Burley zu tun. Ich muss jetzt sagen, mein Tabakwissen reicht nicht aus, um zu sagen, ob das jetzt eher würzig oder Virginia-mäßig ist. Ich finde aber, es riecht tatsächlich ein bisschen mehr nach Virginia, obwohl man eine leichte Würze doch rausriecht. Balsamige Note, sagt er. Das ist natürlich schon mal eine ganz gute Beschreibung. Ich muss immer ein bisschen gucken. Aber kommt eigentlich ganz gut hin. Menthol soll hier auch drin sein, allerdings natürlich wenig. Wer Rosinski kennt, der weiß, dass dort mit Menthol jetzt nicht so durchgedreht wird wie bei den anderen Sorten, weil das auch gerne den Geschmack übertüncht. Finde ich klasse, dass das hier so beibehalten wird. Das ist nur eine leichte Mentholfrische, bist fast gar nicht wahrnehmbar. Ja, gut. So, dann würde ich mal sagen, nichtsdestotrotz haben wir uns den natürlich mal in die Kiepe rein hier. Und ja, dann würde ich sagen, Prost, liebe Freunde. Prost, 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 Prost. Ich habe ein bisschen was in Rachen gekriegt. Bisschen vorsichtig sein beim Aufschnupfen. Ja, erinnert mich an meinen Sprachfehler-Schnupftabak, den Sanssouci. Nein, Sanssouci. Ja, ist ein bisschen. Ja, also erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an diesen Sanssouci-Geschmack. Wir haben hier allerdings, finde ich, mehr einen Mandarinen-Aroma. Und was jetzt interessant ist, ich vermag im Hintergrund zu vernehmen, so wie es ähnlich ist wie beim Stargarder. Ich mag mich vielleicht erinnern, als ich ihn das erste Mal genommen habe, habe ich gedacht, oha. Haben wir jetzt hier doch noch ein bisschen mehr Honig reingemacht oder wie oder was? Nee, also ich finde hier tatsächlich, es ist so ein leicht mandariniges, honiges Aroma. Und man merkt halt die Süße des Tabaks, würde ich mal sagen. Ich würde mal auch darauf tippen, dass diese Honigsüße, die jetzt hier so ein bisschen mit hindurchkommt, so ein bisschen was damit mit diesem hellen Burley zu tun hat. Nun kenne ich Burley und ich kenne Virginia. Und Virginia war ja immer ein bisschen süßer, Burley war ja immer ein bisschen würziger. Und hier haben wir tatsächlich so eine interessante, ja, wie soll ich das sagen, so eine Virginia,
würzig, schwierig, ich weiß es nicht. Ich glaube, der helle Burley ist dann wohl doch auch eher ein bisschen süßlicher. Also hier hat man wirklich eine Tabaksüße drin, die eigentlich, finde ich, sogar noch ein bisschen stärker ist als beim Virginia. Und somit haben wir hier quasi so eine, na, wie soll ich sagen? Also wir haben hier so ein Mittelding zwischen Sanssouci und dem Stargarder. Und das finde ich eigentlich schon mal wieder recht cool gemacht. Das ist jetzt eher so, ich bin ja eher der, muss ich ja mal zugeben, der würzige Fan. Andere mögen lieber die fruchtigen. Also wer Frucht gerne mag, der sollte auf jeden Fall mal den alten Fritz auf jeden Fall mal probieren. Aber auch, denke ich mal, für die Leute, die ein bisschen das würzig, bei denen das so ein bisschen würzig ist, bei denen das so ein bisschen würzig ist. Ich bin schon wieder ganz vom Häuschen hier, weil wieder Rosinski dran ist. Nein, bei den Leuten, die ein bisschen würziger mögen, sollten ihn aber trotzdem auch mal probieren. Ich denke mal, das ist schon, ja, es ist wieder was Besonderes. Also ihr müsst die Dinger auch am besten draußen nehmen. Also ich nehme die Dinger immer am liebsten an der Ostseeküste. Also immer wenn ich an die Ostsee fahre, nehme ich eigentlich Rosinski mit, weil dort entfaltet sich dieser Geruch eigentlich im Prinzip noch ein bisschen geiler. Und hier so in der Wohnung ist es schon geil, aber nicht so geil wie draußen. Also man müsste ihn auf jeden Fall draußen probieren. Dann habt ihr so ein bisschen mehr davon. Ja, Fazit. Klasse, mal wieder, wie immer. Also Rosinski, der Mann kann es einfach. Ich muss es einfach sagen, er kann es einfach. Und er bringt Tabake auf den Markt, die, sag ich mal, sehr surreal eigentlich schon fast sind. So könnte man das sagen. Das ist jetzt auf definitiv nicht böse gemeint. Aber das ist so was völlig anderes, weit, weit ab vom Mainstream. Und das ist gerade eigentlich so auch diese Klasse, die Rosinski da auch zeigt. Ich würde mal sagen, das sind eher schon Luxus-Schnupftabake, wobei sie nicht mal teuer sind. Also ihr denkt mir so, ist so teuer. Ist gar nicht. Nein, ihr müsst auch mal bedenken, ihr kriegt so eine geile Glasflasche mit dazu, wo ihr auch auf jeden Fall die Nachfülldinger reinpacken könnt. Ihr könnt entweder nehmt ihr die oder ihr nehmt gleich die große, die ich immer empfehle, die 15 Milliliter. Da könnt ihr die wunderbar nachfüllen. Und ich sage es nochmal, also der alte Fritz kostet hier in der 15 Milliliter Flasche zurzeit 3,99 mit Glas. 15 Milliliter, also 15 Gramm, oder Milliliter, er schreibt das ja immer Milliliter, das ist nicht teuer. Na, ihr kriegt noch das Glas mit dazu und dann können wir ja mal gucken hier, wir gehen mal auf den alten Fritz. Nachfüllbeutel, 30 Gramm sind da drin, 30 Gramm, ne, kostet 5 Euro. Ne, das ist nicht viel, rechnet das mal runter auf 10 Gramm. Ne, das ist nicht doll. Das sind nicht mal 2 Euro pro 10 Gramm. Ne, da ist die Gletscherprise teurer. Ne, nur mal so. Ne? Wie gesagt, kauft euch einmal die Dose 15 Milliliter und dann das Nachfüllpack und ihr seid damit wunderbar bedient. Die Dinger halten auch wahnsinnig frisch, diese Packs. Die sind nämlich mit Alufolie drin. Total genial. Also ich kann es echt jedem nur empfehlen. Bestellt bitte im Rosinski Online Shop. Da ist das Ganze immer noch ein bisschen günstiger. Ne, da spart ihr dann auch ein bisschen. Da gibt es auch die Nachfüllpacks. Es gibt auch jede Menge Zubehör wie Trichter, tolle Kaschubenhörner, Holz, Schnupf, Löffel. Hatten übrigens die beiden, ich sende mal liebe Grüße nach Metal Franken, hatten die beiden übrigens so ein Ding. Das ist auch sehr luxuriös. So krabbelt man, wenn man sich den Schnupftabak mit jemandem teilt, nicht noch in dem Ding rum. Finde ich auch sehr gut. Schaut einfach mal in den Online-Shop rein. Es lohnt sich, definitiv. Passt auf jeden Fall. So, kommen wir mal zur Bewertung. Ja. Man kann die eigentlich gar nicht bewerten, weil theoretisch hätte eigentlich jeder 10 von 10 Punkten verdient. Bei uns ist es so, natürlich ist das für mich jetzt ein bisschen schwierig. Ich müsste normalerweise jedem Rosinski eigentlich 10 von 10 Punkten geben. Deswegen ist die Bewertung immer auf das Gesamte, nicht auf die Schnupftabakwelt, weil da heben die sich definitiv ab. Die Bewertung, finde ich, geht eher so in den nur Rosinski-Bereich rein. Also wir reden hier von der Bewertung von nur den Rosinskis. Und wie gesagt, ähnlich so eine Genrewertung, wie es bei Robert Hofmann zum Beispiel macht. So ähnlich könnte man das eigentlich auch sagen, dass man vielleicht in der Gesamtwertung 10 von 10 Punkten gibt und in der Genrewertung, so würde ich mal sagen, das wäre jetzt die richtige Bewertung, würde ich diesem hier 8,0 von 10 Punkten geben. Gefällt mir sehr gut. Ist natürlich es gibt für mich natürlich Rosinskis, die natürlich besser sind, sprich Nordisch Grün, Driesener, meine absoluten Favorites. Kommt nichts drüber hinweg. Und wie gesagt, also der gefällt mir auch sehr gut. Eher was für die fruchtigen Leute und für die anderen definitiv mal ein Versuch wert. Ja,
Also 8 von 10 Punkten für den Rosinski alten Fritz. Und ja, es wird auch noch ein paar andere Schlufthaber noch wieder von Rosinski geben. Dort sind ein paar höchst interessante Sachen mit bei. Und ja, es wird nochmal in die Schweizer Richtung auch gehen, tatsächlich. Ich hoffe, ich durfte das jetzt vielleicht. Ich freue mich so darauf. Und es wird noch ein weiterer Grüner kommen. Und das wird, glaube ich, der Mega-Hammer. Also da, als ich das gelesen habe, also da, das, lieber René, das wird, glaube ich, der Mega-Hammer. Ja, also bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und schaltet weiter ein. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten mit dem Rosinski. Dort wird es auch noch ein paar neue Sorten geben. Jetzt erstmal alten Fritz bestellen und sich nochmal ein bisschen eindecken mit Driesener. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann, haut rein, macht's gut und tschüss.